Weiter geht's mit The Legend of Zelda A Link to the Past. Link, verfügst du über das Zauberelixier? Falls nicht, solltest du nicht weitergehen. Achso, der meint, dass ich eine Fee rausklopp und dafür. Na, nee. Gut, hole ich das noch schnell. So, ich habe mir zweimal das, das blaue Elixier geholt. Was ich eigentlich gerne mal zeigen hier, so das hier. Das halt Leben und. Leben und Magieanzeige. Ich bin bereits überfragt. Oh. Okay. Interesting. Oh Mann, ich hasse es jetzt schon. Es fängt jetzt schon an, mich richtig sehr zu nerven. Richtig sehr. Genau. Einfach mal gerade. Ja, dreh mal eine Runde. Wahrscheinlich kann ich es steuern, indem ich in die Richtung drücke, wo ich hin will. Ich habe keine Ahnung, was es gebracht hat. Ach, das hat sich da oben geöffnet. Das hat sich da oben geöffnet. Wehe, es geht wieder zu. Wehe, es geht zu. Wehe, es geht zu. Ach, shit. Machen wir es anders. Ja, genau, ich kann es steuern. Genau. Jetzt wird es schaffen. Perfekt. Nice. Ein Schlüssel und die Karte. Die Karte, danke, die Karte. Die Karte habe ich gebraucht. Okay. Okay, okay, okay. Schön. Perfekt. So, jetzt muss ich wieder zurück. Habe ich auch hier diesen Quatsch abgehakt. Das hat mich nämlich schon genervt, obwohl ich es noch zweimal machen musste. Ja, das mit der Magieanzeige, das war schon ein guter Tipp von Sahasrala. Zack. Ja, wobei die... Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Fickt euch, fickt euch einfach. Ne? 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 Kann das schneller gehen, bitte? Au.
Mein Magierzeug ist leer. Warum? Ja. Oh mein Gott. Ein Prank oder wie? Ernsthaft? Also jetzt vor hier? Also jetzt komplett weird. Jetzt ohne Spaß. Ne, ich guck das jetzt nach. Ich guck das jetzt nach, ob hier irgendwas ist. Okay. Spoiler. Okay, es war ein Trollraum. Lustig. Wahnsinnig lustig. Zuerst killt mich das fast. Oh lol. Das sieht ja voll cool aus, die Tür. Oh mein Gott, wie cool. Ah, komm. Nicht dein Ernst jetzt. Vielleicht droppt er was. Vielleicht droppt er. Ja, drop. Drop doch. Holy shit, ja, er droppt. Oh nein, Ketten und Hä? Kann ich die killen? So anscheinend. Kann man hier was machen? Geh weg, geh weg. Geh weg. Oh nein. Ich komme nicht mehr raus. Oh nein. Alter. Ich bin ja fast tot. Ja, super Elixier werde ich jetzt nicht benutzen. Komm her. Komm her, du Drecksfee. Uff, Junge. Die machen richtig viel Schaden, das ist der Witz. Deswegen bin ich fast tot. Gut. Oh, hier drüben, da sind bestimmt viele Leben drin. Bomben, Magie, Herz, Magie, Pfeiler. Okay, so viele Leben waren es jetzt nicht. Es war eins. Okay. Röhre. Geht's nach oben? Okay. Verwandt. Gehen wir hier rein. Bestimmt das Falsche. Was ist falsch? Alles hat sein Ziel. Ach man, ich hätte sie zu gerne da hinten gelassen, aber... Oh, nice. Komm her. Nicht mit mir. Zack. Jetzt geht's bestimmt in die Mitte. Nice. Jetzt schon den Boss-Schlüssel, als ob. Beziehungsweise den großen Schlüssel. So, wo führt das hin?
Geh ich diesmal runter? Au. Ja, diese Pegasus-Schuhe, die sind zwar praktisch, aber man sollte schon vorsichtig sein. Was? Nee, hier ist nichts mehr. Geh hoch, Link, und zack. Es gab da ja noch diesen anderen Weg, da werde ich den auch mal nehmen. Bin vorhin den ersten gegangen, deswegen gehe ich jetzt den zweiten. Man hört Link, wie er da dagegen knallt. Oh nein. Lol. Was? Ich dachte, ich werde zurückverwandelt. Okay, dann halt nicht. Jetzt. Au. Danke. Okay, die scheinen alle zusammen zu hängen. Gut. Warte mal. Jetzt gehen die jedes Mal auf und wieder zu. Ach, Junge, ich hätte warten sollen. Ich gehe erstmal dahinter. Jetzt geht die auf einmal auf, hä? Ich gehe raus, die Tür geht auf. Na toll. Na toll. So, wo führt mich das hin? Ah. Das hatte ich vorhin schon mal gesehen auf der Overworld. Ich glaube, das habe ich sogar rausgeschnitten. Da wollte ich gerade hier dieses Elixier holen gehen. Ach, Junge. Mir ist einfach nicht eingefallen, was ich jetzt brauche. Spiegelschild, nice. Oh Junge, wie Link einfach aussieht mittlerweile. Nice. Das gab's ja auch schon in Zelda 1. Sowas. Oder war das standardmäßig? Ne, ich glaube nicht. Ich glaube nicht, das hat man erst irgendwie bekommen. Das muss man suchen. So wie alles in Zelda 1. Ja, das Spiel war echt nicht so der Knaller, aber... Ja, wobei, es war schon ganz cool. Der Punkt war nur, dass man es mit Anleitung spielen sollte und deswegen ist es verwirrend, wenn man die Anleitung nicht hat. Ich gehe erstmal nach oben, da ist weniger los. Zumindest lässt das die Karte vermuten. Aber da oben geht's weiter. Ach so, da geht's runter. Ja, ich drücke mal die falsche Taste. Ich will... Nein, das will ich nicht haben. Ich will das. Auch nicht haben. Ich will das. Zack. Und jetzt hier hoch. Oder runter, besser gesagt. Nee. Ich gehe erstmal darüber.
Ich weiß, ich kann mich oft nicht entscheiden, wo ich hingehe, aber. Mal, ich muss mal dieses Fenster wieder öffnen. Mein Aufnahmefenster. Lol. Hier kann ich also gar nicht lang, oder wie? Na toll. Warum geht die Tür jedes Mal auf? Sobald ich den Raum verlasse. Das provoziert mich irgendwie ein bisschen. Na toll, das kann was werden. Au. Jetzt hier runter. Na toll. Wie knapp. Link? Was soll ich scheiße? Na toll. Man kann nur bei diesen Punkten da steuern. Lol. Wo muss ich hin? In die Mitte. Ah. Scheiße, ich bin fast tot. Oh shit. Ich glaube, das war das Aufmachgeräusch, oder? Aha, Junge, und da bin ich auch noch falsch. Komm, Link. Ach, Mann. Nein, ich bin falsch. Ja. Ah, zurück kann ich leider nicht. Ja, nochmal schön das Feuer. Jetzt. Wenn es jetzt zu ist. Gut. Glück gehabt. Ah, laugbar. 10 pictures that have been taken before this disaster. Du kannst gar nichts. Oh scheiße, wie komme ich hier weg? Okay, ich gebe zu, ich habe mich mit Absicht ein bisschen doof angestellt, aber... Für Rubine sind mir das eigentlich nicht wert. Au. Okay, es ist wirklich echt nicht so einfach. Es ist wirklich echt, wirklich echt. Alter, wollt ihr mich verarschen? Ich will keine Rubine. Ein Schlüssel. Sehr gut. Wie kann ich mich nochmal reinbomben? Und hier geht's raus.